Also befinden sich hier in diesem multimedialen Labor, das ich hier eingerichtet habe. Es ist dafür gedacht, dass Studierende das benutzen können, dass es für die medial gestützte Lehre benutzbar ist. Die Studenten sollen hier lernen, eben auch ihre Forschungsergebnisse, die sie empirisch, also auf dem, im Feld erarbeiten, diese auch darzustellen, auszuwerten, quantitativ, aber dann auch qualitativ. Das ist eine neue Art des Lernens, vielleicht nicht ganz neu, aber eine Art des Lernens, die sich daran orientiert, dass die Studierenden an kleinen Projekten sich Methoden aneignen und auch über den Forschungsprozess bewusst werden, was die sehr wichtige Art der Fragestellung ist, der Aufarbeitung und der Auswertung. Also hier stehen verschiedene Macintosh-Rechner, auf denen sehr viele verschiedene Programme eingespielt sind. Man hat die Möglichkeiten, hier Audiodaten mit Minidisc-Geräten aufzunehmen und dann auf die Rechner zu spielen und dort dann zu bearbeiten. Es gibt hier ebenso neben der Minidisc-Station auch einen Videorekorder mit Fernseher. Man kann also auch Filme aufnehmen, man kann Videos schneiden. Man kann statt der Minidisc auch Aufnahmen auf ganz normalen Tonkassetten machen, also ganz normalen Audiokassetten, und das Ganze dann bearbeiten. Diese Forschungswerkstatt ist auch irgendwo ein Punkt, in dem, wo Studenten sich treffen können, um gemeinsame Gruppenarbeiten zu erledigen. Man kann eben über dieses Intranet bzw. auch übers Internet zusammen Projekte erarbeiten, an der gleichen Datei dann auch arbeiten und sich gegenseitig sozusagen virtuell treffen und die ganzen Daten dann auch sammeln. Also meine Einschätzung zum Multimedia-Labor ist insofern ganz gut, denn wir sind zum Beispiel jetzt eine Gruppe von Studenten in diesem Semester und wollen halt eine Arbeit zusammen machen. Und da bietet sich das einfach an, halt in so einem Labor zu arbeiten. Das ist normalerweise nicht so ganz einfach, wenn man sich zu Hause treffen muss. Ja, und von daher finde ich das eigentlich eine super Idee und eine gute Verwirklichung hier an der Universität.